und der hält das Lenkrad irgendwie nicht so und die Arme synchronisieren auch nicht dazu. Ja gut, ne? Ego-Perspektive. Alter Schwede, ihr macht ja null Platz. Junge, mach doch Platz, Kollege. Herzlich willkommen bei Autobahn-Polizeisimulator 2. Mein erster Autobahn-Polizeisimulator, wenn man so möchte, ohne dass man GTA 5 RSPDFR dazuzählen würde. Ja, GTA 5 macht es schon einigermaßen gut und ab und zu auch lustig. Wir schauen uns jetzt das Spiel an, um zu schauen, ob ja eine Mod in einem Spiel, was gar nicht dafür gedacht ist, vielleicht konkurrieren kann mit dem Spiel, was komplett nur darauf ausgelegt ist, so ein Polizeisimulator zu sein. Deswegen, denke ich, können wir dann einen sehr, sehr guten Vergleich ziehen. Und damit willkommen zu dem heutigen Video. Wir, würde ich sagen, gehen direkt rein. Schauen uns das Spiel mal an. Es gab einige negative Rezensionen aus Steam, weil das Spiel verdammt unflüssig läuft angeblich und sehr, sehr viele Kinderkrankheiten zu Start hat. Das werden wir uns heute auch anschauen. Ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, die schauen irgendwie alle nicht ganz so toll aus, aber wir nehmen einfach mal irgendeinen. Wir können uns hier unseren eigenen Polizeibeamten zusammenstellen, vielleicht hier noch ein bisschen anpassen, ein bisschen muskulöser, ein bisschen weniger Bauch, ein bisschen mehr Arme und ja, Taille, ja gut, ne? Hier stecken oder ein bisschen dick, normal, ne? So. Hüfte, Hintern, ganz wichtige Themen werden hier schon zu Anfang behandelt des Simulators. Ja, meine Erwartungen sind jetzt so gesehen an das Spiel schon relativ hoch, weil es kostet auch 25 € und das ist theoretisch ja gut, ja mehr oder weniger die Hälfte von GTA 5, wenn man so möchte. Und für GTA 5 kann man sich dann entsprechend die Polizeimods reinziehen, wie man möchte. Dazu braucht man dann so gesehen kein Spiel. Jetzt ist die Frage, spielen wir die Einführung nicht? Ich hätte gesagt, wir spielen mal die Einführung einfach, um zu schauen, wie es denn so ist. Wie sich so bei dem Spiel Mühe gegeben wurde. So, da haben wir direkt unseren ersten Kollegen beim Empfang. Hallo, ja, servus, guten Tag. Was können wir Sie tun? Ich möchte zu Herrn Becker. Jawohl, zum Becker, bitte. Chef. Würden Sie vielleicht auch erstmal mit dem Fußvolk vorlieb nehmen? Alles Nein, klar, sehr freundlich. Ich weiß, dass er der Chef ist. Genau deshalb möchte ich auch zu ihm. Jo. Für wen halten Sie sich eigentlich? Pff, okay. Wir werden hier direkt angeschnauzt. Na, wir sind der ruhige Typ. Ja, wir sagen ihm... Ich bin Ihr neuer Kollege. Genau. Und ich habe einen Termin mit Herrn Roland Becker. Würden Sie mich nun bitte hineinlassen? Oh. Ach so. Ach so. Okay. Ja, jetzt auf einmal. Wenn die Lippen nicht gescheit synchronisieren, dann kann er trotzdem reden. Wunderbar. Gut, dankeschön. Sehr unfreundlich. So stelle ich mir das bei der Polizei vor eigentlich. So wie im echten Leben halt auch. So, gehen wir mal hoch. Hier direkt mal hoch sprinten. Ja, grafisch muss ich sagen, Ersteindruck. Ja, als Stand 2017 ist es jetzt natürlich nicht. Da es aber jetzt auch ein kleines Entwicklerstudio ist, ja, warum nicht, ne? Gehen wir mal zu dem Herrn Becker, der Chef. Sie sind also Herr Schmidt. Genau so ist es. Jawohl, schöner Hinterkopf. Sie sind 10 Minuten zu spät. Ja, wir sind ja die Ehrlichen, ne? Ja, Sie haben recht. Es tut mir leid. Na gut, merken Sie sich für die Zukunft. Ich hasse Unpünktlichkeit und Schlampigkeit jeder Art. Das Folgende sage ich hier jedem. Sie haben einen gefährlichen Job. Auf der Autobahn kann immer etwas passieren und Sie verbringen von nun an einen großen Teil Ihres Lebens im Einsatzwagen. Ja, so gefährlich ist er jetzt auch nicht. Nachlässigkeit. Erledigen Sie Ihre Aufgaben korrekt und spielen Sie nicht den Helden. Dann werden wir beide keine Probleme bekommen, okay? Jawohl. Verstanden, Herr Becker. Und nun willkommen in der Truppe. Bevor Sie anfangen, schauen Sie mal bei Frau Roth vorbei. Ihr Büro ist nebenan. Sie ist hier für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Wenn in diesem Revier mal etwas nicht nach Plan läuft, lässt sie uns trotzdem noch gut aussehen. Ich hoffe, Sie werden das nicht in Anspruch nehmen müssen, aber stellen Sie sich vorsichtshalber vor. Vielen Dank. Alles klar. Man kennt mich ja, ne? Aus GTA 5 LSPDFR mit meinen Streifenwagen, die ich immer so zampfer. Gut, dann gehen wir mal rüber hier. Wir machen generell den eher ehrlichen Typ, ja. Wir wollen ja jetzt nicht,
gleich schlecht auffallen. Nicht so wie der Kollege da unten, der uns so schön begrüßt hat. Hallo und herzlich willkommen auf unserem Revier. Hallo Frau Roth, haben Sie mich schon erwartet? Nein, nein, aber die Wand zwischen meinem Büro und dem anderen ist nicht sonderlich dick. Alles klar. Ach so. Dann haben Sie also mitbekommen, dass ich keinen besonders guten Start hingelegt habe. Ah, machen Sie sich keinen Kopf. Roland ist ebenso. Die Mimik, er ist zwar streng, also wie die Augen laut, hochziehen und das Gesicht verziehen, sieht schon lustig aus. Außerdem sind Sie noch recht glimpflich davongekommen. Da habe ich schon viel schlimmere erste Ansprachen gehört. Danke. Wofür? Sie sind die erste freundliche Person, die ich hier zu Gesicht bekomme. Keine Bange, davon gibt es hier noch mehr. Gehen Sie nun am besten in den Umkleideraum im Erdgeschoss und ziehen Sie sich um. Dort müssten Sie auch Ihren Partner finden. Er heißt Hans Haas. Sie wollen Ihren ersten Tag ja nicht nur mit Smalltalk verbringen, oder? Natürlich nicht. Vielen Dank. Bisher ist es aber der Fall. Gut, wir sind fertig mit dem Gespräch. Jetzt gehen wir mal hier langsam runter. Ja? Ich will hier langsam mal was arbeiten hier. Autobahnpolizei, auf geht's. Ups. Eieiei. Okay. Also Frames sind jetzt hier schon zu Anfang nicht so schön. Leider. Aber hier ist, glaube ich, die Umkleide. Ja, wir gehen mal und kleiden uns um. Uniform. Flupp, jawohl, sind wir drin. So, und das ist unser Kollege. Ja, ist er. Du bist also der Frischling. Ich bin der Frischling. Freut mich, dich kennenzulernen. Jawohl, wieder ein Hinterkopf. Mich auch. Wir haben im Auto genug Zeit zu reden. Lass uns loslegen. Der Einsatzwagen steht im Hof. Du fährst. In meinem Alter wird man auch gern mal durch die Gegend kutschiert. Jawohl. Gut, dann gehen wir mal. Ich bin ja gespannt, wie spannend der Polizeidienst wird. Wow. Was war jetzt das? Okay. Wie spannend der Polizeidienst wird, weil in Deutschland ist der Polizeidienst normalerweise jetzt nicht so spannend. Deswegen, wir schauen uns das mal an. Hier ist ein, so gesehener BMW. Ohne Marke, ja. Der wurde jetzt hier nicht mit der BMW-Marke versehen, wahrscheinlich. Da wurde schon mal gespart, aber so vom Einsatzwagen selber sieht der doch schon halbwegs schick aus. Im Vergleich zu dem, was ich bisher gesehen habe. Kofferraum können wir auch aufmachen. Upp. Jawohl. Da können wir sogar da reinschauen, wenn die Steuerung nicht so komisch wäre. Ja gut, okay. Dann Kofferraum zu, Klappe zu, Affe tot. Und rein da. Wir wollen jetzt endlich mal fahren. So. So, Bremsen rückwärts fahren, S, jawohl. Okay, Blaulicht und Sirene mit S, ne? B und S. So, glaube ich. Ja. Ah, nee. S war nicht die Sirene. Aber B ist Blaulicht. Das ist ja wichtig. Mit N war die Sirene. Alles klar. So, wir haben auch so ein schönes... Okay, wir haben Land- und Stadt-Sirene. Wir haben auch so ein schönes... Ups. Ego-Sichtfeld und der hält das Lenkrad irgendwie nicht so und die Arme synchronisieren auch nicht dazu. Ja gut, ne? Ego-Perspektive. Kann man auch irgendwo in die Außenperspektive. Eine LKW-Kontrolle. Alles klar. Fahren wir es da an? Könnten wir machen. Wagen 6. Keine Ahnung, welcher Wagen ich bin. Ich bin, glaube ich, Wagen 1, ne? Ja, ich glaube, weil da steht 1. Ah, da sind auch die Kollegen. Eieiei, also die Frames, ganz ehrlich, sind nicht so der Hit. Ich habe einen sehr, sehr starken PC. Also daran liegt es nicht. Aber das war ja auch das, was jetzt schon oft angemeckert wurde. Mit den Frames, ja. Gut, jetzt würde ich sagen, machen wir ein Blaulicht und Sirene an. Wow, sag mal, der da links hier. Hat der einen Schlag oder was? Wie fährt der denn? Ganz ehrlich, den würde ich mal rausziehen hier. Ja, die Dame hier wieder. Gar nicht klischeehaft oder so. So, hier mal Platz machen, Mädels. Unfall mit Staubildung. Ja, warum macht der nicht Platz? Ganz ehrlich. Dann machen die Leute ja besser in, hier. Alter Schwede, ihr macht ja null Platz. Junge, mach doch Platz, Kollege. Wir haben Blaulicht und Sirene an, ne? Also mehr geht nicht. Ja, gut, so viel dazu. Wir steigen mal hier aus. So, Blaulicht lass mal an, ne? Ich sehe nur schlecht, ob das Blaulicht an ist oder nicht. Zeigt es mir auch nirgendwo an. So, gut, Blaulicht ist an. Wir gehen mal hier hin. So, was ist hier passiert? Unfall, oder? Schaut mir jetzt so aus. Der Firefly, alles klar.
BMW Firefly. Oh, da hat es eine Reifen runtergezogen. Gut, dann schauen wir mal hier. Sprechen wir mal mit der Dame. Guten Tag. Oh, wieder Was Hinterkopf. Ist denn hier passiert? Sehen Sie es nicht? Der Reifen ist platt. Wie ist denn Alles das passiert? Klar, sehen Sie es hier nicht. Auf der Autobahn lag ein Brett mit Nägeln drin. Das habe ich erst im allerletzten Moment gesehen und bin drüber gefahren. Haben Sie schon einen Abschleppdienst gerufen? Ja, der Pannendienst ist unterwegs. Okay, bitte treten Sie hinter die Leitplanke und warten Sie auf den Abschleppwagen. Ich werde mich um das Nagelbrett kümmern. Ja, mache ich. Vielen Dank. Alles klärchen. Hinter die Leitplanke, habe ich gesagt, ne? Kann man auch irgendwie die Pistole eigentlich ziehen? Die wichtigen Fragen werden am Anfang nicht beantwortet. Leider. So, jetzt müssen wir zum Nagelbrett hinter. Das machen wir am besten mit dem Fahrzeug hier, habe ich soeben entschieden. So. Ja, Leute. Also die Animation, die man einsteigt, hätte man schon ein bisschen sauberer machen können. Annehmen, hä? Was annehmen? Muss jetzt umdrehen, oder wie? Nagelbrett. Eieiei, Leute, Mensch. So. Müssen wir jetzt umdrehen hier? Kann man hier überhaupt umdrehen? Ne, wir entfernen uns einfach ständig von dem Ort. Ne, 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 wir machen hier jetzt den hier. So. Ja, der schicke Diesel muss ein bisschen leisten. Ups, Entschuldigung. Ich habe immer noch nicht rausbekommen. Ja, ihr mit euren Freiwilligen. Wir brauchen immer noch... Wow, hier. Ja, da steht ein Nagelbrett auf der Straße, ne? Schon mal gemerkt? LKW, halt! Bleib stehen! Heide, Deido. Leutz. Wir bräuchten mal eine Third-Person-Perspektive im Fahrzeug. Das wäre doch mal was. So, ich würde sagen, können wir da ein Hütchen aufstellen oder können wir es einfach so wegnehmen? Ah ja, Nagelbrett. Okay, flupp, das weg ist es. Also der Übeltäter. Okay. Ich entferne das mal. So, jetzt einfach zurück zur Wache, ohne mit der Dame weiterzureden. Okay, ja gut. Zurück zur Wache. So, gut, dann drehen wir mal um wieder. Rückwärtsgang. So. Aber ich finde es schon blöd, dass die das gar nicht juckt, die anderen Autofahrer, ob man Blaulicht anhat oder nicht. Und was macht die KI da bitte? Die zuckt rum, wie so, als hätte sie irgendwie eine Krankheit. Was ist denn das? So, auf geht's. Ich habe hier Blaulicht noch an, ne? Übrigens. So, jetzt hier, mit Sirene zurück zur Wache. Frage ist nur, wie kommen wir zurück? Wir müssen dann wahrscheinlich irgendwo runterfahren. Flüchtiges Fahrzeug. Alles klar. So. Wenn wir mal umdrehen hier. Zack. Dynamisch unterwegs. Wow. So. Also die Texturen so an sich sind ja nicht schlecht. Also ich finde, gut, das da hinten schaut halt schlimm aus, ne? Der Berg, das ist ja kein Berg. Sondern, ja, die Frames machen es halt nur schwierig. Ich habe jetzt auch die Grafik nur auf Mittel, also mit einer GTX 1080 und einem Ryzen sollte das eigentlich funktionieren. ja, ist irgendwie nicht so der Fall. Man GTA auf Ultra spielen kann, aber den Polizeisimulator 2 nicht. Ja, ich denke mal, das werden sie noch beheben. So, hier. Jetzt Vollgas. Ja, schnell ist der Dienstwagen jetzt nicht sehr, aber 220, dann in Begrenzer, jawohl, wow. Wow. Ja gut, ich denke aber, oder ich hoffe zumindest, dass sie das beheben, weil, was ist das denn hier? Eieiei. Weil das Lenken ist echt nicht gut, also, das geht null. So. Also. Fahren hier mit Blaulicht zurück zur Wache. Einfach weil wir es können. Wow. Schnellreisestation Nissen. Ah, müssten wir hier rechts? Ne, müssten wir nicht. Schnellreisestation freigeschaltet. Ah, okay. Dann kann man auch schnell reisen. Ich weiß ja nicht, wie groß die Welt hier ist, aber das wird sich vielleicht noch zeigen. So, jetzt fahren wir mal hier rein. Stellen den Kübel ab. So. Gut. Und jetzt? Denke ich, sind wir hier soweit fertig. Warum blinke ich eigentlich die ganze Zeit? Ich habe hier einen Blinker an. Ach, wurscht. So, zum Arbeitsplatz, vorwärts. Bericht schreiben wahrscheinlich. Ich glaube aber nicht, dass das viel Arbeit wäre, wenn man einen schreiben müsste. Ja, so schaut eher das Polizeileben eines... Wow, die Todestür. Das Polizeileben eines Polizisten aus.
Oh, eieiei. Etwas rumfahren und dann von der Frau erklärt kriegen, dass der Reifen platt ist. Und dann das Nagelbrett zu entfernen und fertig. So, Einflusspunkte ausgeben. Aktiviere nun das Verkehrssystem. Damit kann das vor dir fahrende Fahrzeug gemessen werden. Alles klar. Also Erweiterungen so gesehen dann. Einsatzfahrzeug. Leistungsupgrade. Wow, okay. Gut, also wir können oben rechts diese Punkte hier freischalten und dann haben wir verschiedene Abteile. Kaffeemaschine. Verbessert das Büroklima. Alles klar. Bodenhaftung, Verkehrssystem. Wir brauchen das Verkehrssystem angeblich, ja. Okay. Ja gut, haben wir gemacht. Ja. Wechsle zur Nachtschicht. Okay. Wenn ich wüsste wie. Auch am PC? Nein, nicht am PC. Das sind nur die Upgrades. Da muss ich wieder runter. Ne, muss ich nicht. Ne. Hier. Da hinten. Ah. Tageszeit. Starte nun die Nachtschicht. Jawohl. Da passiert so und so mehr, oder? Licht ist aus. Sehr schön. So, und jetzt runter. Steige in deinen Einsatzwagen. Jawohl. Es geht wieder runter. Ja, also die Frames sind eigentlich das, was mich so ein bisschen stört im Moment. Ansonsten, Steuerung gut, ist ein bisschen strange und es ist nicht selbsterklärend, warum mein Blinker ständig an ist. Also das ist noch so eine Sache, aber gut, mal schauen. Und Third Person wäre mal nicht schlecht. Na, so ein bisschen. Ich drücke mal einfach irgendwelche Tasten. Wird sicher irgendwo Third Person rauskommen. Venipol, alles klar. Kamera wechseln, F1, okay. Aktionsmenü. Also es ist schon ein bisschen blöd, dass man das hier nachschauen muss eigentlich, aber okay. Gut, Licht brauchen wir. Blinken kann ich mit Q und E, habe ich festgestellt. Das ist schon mal gut. Bremslicht bleibt an, wenn man rückwärts fährt, okay. So, dann schauen wir mal. Fahren wir jetzt mal zu unserem Zielort, den wir vorgegeben haben. Müsste eigentlich alles hier noch Teil des Tutorials sein. Ja gut, der Blaulichteffekt bei Nacht ist jetzt nicht so der Hit. Aber okay. Wow. Es hängt, beziehungsweise leckt halt auch übel, ne, hier. Also, die Frames sind nicht so am Start. Eieiei. So. Gut. Was ist jetzt unsere Aufgabe? Das Fahrzeug zu suchen, oder... Ja, Fahrzeugaktionsmenü zu öffnen. Hier kannst du während der Fahrt die Polizeimatrix sowie die Geschwindigkeitsabstandsmessung aktivieren, alles klar. Kannst du den Verkehr beeinflussen, okay. Geschwindigkeit, alles klar, okay. Gut, hier kann ich Verkehrsmessungen machen. Machen wir mal Blaulicht aus. So, schauen wir mal. Führe eine Geschwindigkeits- und Abstandsmessung durch. So, Verkehrsmessung, jawohl. Ah, 75. Jetzt fährt er extra langsamer, weil er mich sieht im Rückspiegel. Frechdachs. Aber er misst. Über eine bestimmte Strecke müsste das ja gehen. Aber so lang? Okay. Dauert er echt lang. So. Geisterfahrer. Ha, alles klar. Kommt er uns entgegen? Nee, ne? Allgemeine Verkehrskontrolle durchführen. Wir kriegen ja lauter Polizeifunk mit was Interessantes und müssen hier lapide Sachen durchführen. Okay. Signal. Matrix-Anzeige. Machen wir mal bitte Folgen an. Und dann fahren wir vor den Herrn. So, Blinker. Offensichtlich verwirrt. Alles klar, können wir hier kurz rechts ranfahren? Ne, den juckt's nicht. Oder wie? Hä? Hallo? Der ist ja lustig. So, Signal, Matrix-Anzeige.
Bitte folgen. So. Und jetzt rechts ran. Jetzt blinken und rechts raus. Normalerweise. Und jetzt nehmen wir die nächste Ausfahrt und ziehen immer raus. Schauen, ob das geht. So, einfach anhalten. Hier rechts geht er nicht, oder? Hier Wagen 2, wir machen uns auf den Weg. Habe verstanden, Wagen 2. Schicke euch die Koordinaten auf euer Navigationssystem. So, ist der jetzt hinter mir? Ich habe keine Ahnung, weil wir haben auch keinen Rückspiegel. Nö, der fährt einfach weg. Aha. Wow. Toll. Jawohl. Ist ja super. Ja, so viel zu diesem Thema. Moment, da machen wir es anders. Probieren wir es mal, indem wir hinter einem fahren und sagen, bitte anhalten. Geht es eigentlich? Moment. Signal, Matrix-Anzeige, bitte anhalten. Ah, das ist das Anhaltesignal. Ja, aber bitte folgen müsste ja dann auch gehen eigentlich. Eieiei, und jetzt fahren sie sich gegenseitig rein. Sehr schlaue Leute. Besonders, weil es ja einspurig ist. So. Ah, da vorne. Aber bitte folgen geht nicht, oder wie? Ja, gut. Ja, ist okay, wir haben es verstanden. Hier, wie heißt's? Ja, gut, ist alles uninteressant. Achtung, Stau hier, ne? So. Das ist ein Krampf, Alter. Was ist das denn, Mann? Oh, ja, hallo, guten Tag. Ja, ich will mit dir reden. Reden. Hallo, ich drück doch F. Der muss das Auto jetzt erst auf den Kopf stellen, oder was? Hallo. F. Reden. Reden möchte ich mit Ihnen. Muss ich davor noch irgendwie einen Mathe-Test schreiben, bevor ich mit Ihnen reden kann? Okay, so viel dazu. Ja gut, Leute, der will hier nicht und kontrollieren geht irgendwie nicht und keine Ahnung. Ich würde sagen, an der Stelle sind wir für dieses Video mal fertig. Erstes Fazit. Ja, ja, was soll ich dazu sagen, ne? Das Spiel ist nicht fertig. Und die Lags dürfte man mal beseitigen. Dann könnte man es mal probieren, um das Spiel mal so auszutesten, wie das so ist. Aber davor, ja, kann ich nicht mal das hier machen. Ich kann gar nichts machen. Und jetzt rammt er auch noch den hier. Heieiei, wo ist die Pistole? Ich will die Pistole nehmen, aber geht nicht. Ja, deswegen, also ganz ehrlich, wer 25 Euro für das Spiel ausgegeben hat, dem kann ich empfehlen, das Spiel zurückzugeben. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und weiterhin GTA 5 LSPDFR spielen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.